Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie nach der Mittagspause zurück. Wir haben diese Trompetensignale der österreichischen Monarchie. Üblicherweise fangen wir mit dem Sammeln an, das hat aber nicht viel gewirkt. Jetzt haben wir gleich mit der Attacke begonnen. Das ist der alte Kavalleristen bei Attacke, lässt doch jeder Militär seinen Kaffee stehen und begibt sich zum Angriff. Unser nächster Redner ist Professor Nikolaus Knöpfler. Er ist ein über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannter und geschätzter deutscher Philosoph und Theologe. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für angewandte Ethik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie Präsident des Global Applied Ethics Institute. Professor Knöpfler absolviert eine Ausbildung durch Jesuiten, was für mich deswegen relevant erscheint, weil das jesuitische Denken aus meiner Sicht auf einer ganz spezifischen Argumentations- und Beurteilungslogik basiert, die sehr strategische Züge aufweisen. Er erwarb die Lizenz für Theologie in Rom, wurde in Philosophie Rom, Theologie Bern und Staatswissenschaft Lüneburg promoviert, also ein dreifach promovierter Professor. Den Dr. Phil Habil in Philosophie erwarb er in München. Er war Gastprofessor an der Georgetown University, am Uero Center Practical Ethics der University of Oxford, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts Technik, Theologie, Naturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München, später auch stellvertretender Geschäftsführer, seit 2002 Inhaber des Lehrstuhls für angewandte Ethik an der Universität Jena und Leiter des Bereichs Ethik in den Wissenschaften der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften und des überfakultären Ethikzentrums sowie Präsident der Ethikkommission der Fakultät. Er ist Gründer und Präsident des vornehmlich wirtschaftsethisch ausgerichteten Global Applied Ethics Institute, Mitglied der Zentralen Ethikkommission für Stammzellenforschung der Bundesrepublik Deutschland und Mitglied der Bayerischen Bioethikkommission sowie Vizepräsident der Deutschen Akademie für Organtransplantation. Die Forschungsschwergewichte Professor Knöpflers sind die Bedeutung der Menschenwürde für ethische Konfliktfälle, medizinethische und wirtschaftsethische Fragestellungen. Seine die drei Bereiche Theologie, Philosophie und Staatswissenschaften einschließende Expertise prädestiniert ihn geradezu für die Abdeckung der Werte- und Verantwortungsdimension strategischer Führung. Deshalb freue ich mich auch außerordentlich, Professor Knöpfler für die Konferenz gewonnen zu haben. Hochgeehrter Professor, ich darf Sie höflich um Ihren schon bekannterweise tiefgründigen und spannenden Vortrag ersuchen. Lieber Herr Brigadier, herzlichen Dank für die freundlichen einführenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, die Stellungnahme der deutschen Intellektuellen hat ja doch breite Wogen geschlagen. Deswegen möchte ich sie Ihnen sozusagen in einem ersten Schritt dann vorstellen und dann eine politiktheoretische und ethische Kurzbewertung vornehmen. Also Sie sehen, wie ich vorgehe, und ich starte aber mit einer Realitätsübung. Wir sind alle ja ein bisschen durch den Vormittag und das Mittagessen vielleicht in einer Phase, wo man eigentlich gerne Ruhe hätte. Und deswegen will ich erstmal, dass Sie wieder bei einer Übung bei mir teilnehmen. Sie werden also jetzt eine Minute lang einen kleinen Krimi sehen. Und in diesem Krimi wird der Inspektor in einer Minute die Täterin oder den Täter identifizieren. Es gibt drei mögliche Personen. Ihre Aufgabe ist es nun einfach, beobachten Sie, was hier geschieht. Es geht also um einen Realitätscheck. Offensichtlich war es jemand in diesem Zimmer, der laut Smythe um exakt 3.34 Uhr heute Nachmittag mit einem stumpfen Gegenstand brutal zu Tode geprügelt hat. Ich will von jedem hier wissen, wo er sich zum Zeitpunkt dieser schändlichen Tat befand. Ich war gerade dabei, das Messing im Schlafzimmer zu polieren. Ich war im Erdgeschoss und schmierte dem Herrn gerade ein Butterbrot. Ich war im Gartenhäuschen und habe Petunien gepflanzt. Jetzt ist die Sache klar. Wachtmeister, nehmen Sie Lady Smythe fest. Aber woher wissen Sie das? Gnädige Frau, wie jeder Hobbygärtner weiß, pflanzt man Petunien erst im Mai. Abführen. Man muss nur genau hinsehen. Apropos, wie genau haben Sie eigentlich hingeschaut? Genau, wie genau haben Sie hingeschaut? Haben Sie die Täterin erkannt, weil Sie sagen, das kann ja noch nicht Ende Mai gewesen sein und wissen, was Petunien sind? Oder haben Sie sozusagen den tieferen Sinn dieses Films, der von der Fahrradgesellschaft in London gedreht wurde, erkannt?
Nämlich fragen Sie sich, wie viele der Gegenstände in diesem Film wurden verändert? Wer denkt, dass es so um die 5 gewesen sind? Wer denkt, dass es vielleicht so bis zu 10 gewesen sind? Wer denkt, dass es vielleicht so bis zu 15 gewesen sind? Wer glaubt, 20 könnten schon gewesen sein? Alles falsch. 21 Änderungen. Deswegen sehen Sie den Film jetzt aus einer zweiten Perspektive und können einfach mal schauen, wie viele von den Änderungen, 21 gibt es, Sie erkennen. Ich habe noch nie alle 21 zusammengekriegt und ich habe den Film wirklich schon häufig angeschaut. Offensichtlich war es jemand in diesem Zimmer, der laut Smythe um exakt 3.34 Uhr heute Nachmittag mit einem stumpfen Gegenstand brutal zu Tode geprügelt hat. Ich will von jedem hier wissen, wo er sich zum Zeitpunkt dieser schändlichen Tat befand. Ich war gerade dabei, das Messing im Schlafzimmer zu bringen. Ich war im Erdgeschoss und schmierte dem Herrn gerade ein Butterbrot. Ich war im Gartenhäuschen und habe Petunien gepflanzt. Jetzt ist es auch dran. Wachtmeister, nehmen Sie Lady Smythe fest. Gut, was hat das mit unserem Thema zu tun, könnte man sich fragen. Unglaublich viel. Und zwar deswegen, weil Politiktheorie sowie auch Ethik ohne Bezug zur Realität und das heißt auch ohne Bezug zur Machtfrage einfach leer ist. Hat einfach keinen Gehalt, sinnlose Forderungen. Und die Betrachtung wiederum der Realität ohne Wertebezug, ohne Moral ist blind. Und jetzt kommt natürlich der ethische Ansatz, den ich zugrunde lege, für die Würde menschlicher Existenz, die interpretiert wird in meiner Überzeugung, nämlich darin, die eigene Lebensgeschichte nach eigenen Vorstellungen eines guten Lebens selbst schreiben zu dürfen, hat der ehemalige Richter am höchsten Gericht, der höchste Richter Aaron Barak, aus Israel einmal sehr schön zusammengefasst und das fordert ein, was auch in der amerikanischen Verfassung steht, nämlich Life, Liberty and Pursuit of Happiness, also ein Recht auf Leben und auf Selbstbestimmung in dem Sinn, dass ich mein Glück nach meiner eigenen Fasson suchen darf. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Einerseits wirklich Realität anschauen und man muss sie, wenn man sie natürlich bewerten will, braucht man und muss man offenlegen, von welchen Prinzipien man ausgeht. Was sind nun die wesentlichen Punkte der Stellungnahme? Der Ausgangspunkt der Stellungnahme, die Stellungnahme sagt, der bundesdeutsche Kanzler hat bedacht, das Risiko der Ausbreitung des Kriegs in der Ukraine, das Risiko einer Ausbreitung auf ganz Europa und das Risiko eines dritten Weltkriegs. Das ist erstmal eine Stellungnahme, wo die Stellungnahme mit etwas rein Empirischem beginnt, nämlich einer Interpretation eines empirisch vorliegenden Sachverhalts. Und dann fordern die Intellektuellen den Kanzler auf, weiterhin keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern, also sich der Macht zu beugen und beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann. Ich zitiere das wörtlich, zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können. Und ich schreibe hier gleich mal eine Bewertung in die Klammer. Das ist eine nicht realitätsbezogene konstruktivistische Politiktheorie, die sich hier bei den deutschen Intellektuellen zeigt. Eine nicht realitätsbezogene moralische Forderung, die jeder kennt, wenn er 2 Töchter hat oder überhaupt 2 Kinder und das eine Kind sich vom anderen ungerecht behandelt fühlt. Am Ende wird sich immer mindestens eines der beiden Kinder ungerecht behandelt fühlen, egal wie der Kompromiss aussieht. Es gibt Unterschiede natürlich, aber im Normalfall gibt es eben gerade bei einer Kriegssituation, wo das eine Kind dem anderen was weggenommen hat, gibt es keinen Kompromiss, wo dann beide Kinder glücklich sind. Meistens ist das Spielzeug dann kaputt und dann haben beide nicht mehr richtig was davon und sind sehr unglücklich. Und insofern ist das eine konstruktivistische Theorie. Das heißt, nach meinen eigenen Idealen, glaube ich, ist das möglich. Dahinter steht, dass die meisten deutschen Intellektuellen, die da mitgeschrieben haben, sich sehr Habermas verpflichtet fühlen und seiner Diskurstheorie, also des herrschaftsfreien Diskurses, wo alle Betroffenen ernst genommen wird und dann gibt es den Konsens. Man sieht ja, wie hervorragend das in der EU mit genau 27 Partnern passiert. Wesentliche Punkte der Stellungnahme sind darüber hinaus, dass man anerkennt, die russische Aggression bricht eine Grundnorm des Völkerrechts.
Es gibt tatsächlich eine moralische Pflicht, vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen. Und jetzt kommen die entscheidenden Punkte. Diese Gegenwehr hat jedoch Grenzen. Hier geht man jetzt über zu einer realistischen Politiktheorie und sagt dann, das ist ein ethisches Argument, die unter Druck stattfindende eskalierende Aufrüstung könnte der Beginn einer weltweiten Rüstungsspirale mit katastrophalen Konsequenzen sein, nicht zuletzt auch für die globale Gesundheit und den Klimawandel. Es gilt bei allen Unterschieden, einen weltweiten Frieden anzustreben. Also man hat der Begriff für Folgen ist ja Konsequentia im Lateinischen, man verfolgt einen ethischen Konsequentialismus in dieser Argumentation. Einfach das erstmal so die Stellungnahme an dem Punkt und dann werden zwei Grenzlinien gezogen. Die erste ist, erstens das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. Kategorisches Verbot heißt eben ein absolut geltendes, ohne Ausnahme geltendes Verbot. Das ist eine ganz wichtige Grenzlinie, die diese Intellektuellen hier zielen. Und die zweite Grenzlinie ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis. Das sind diese zwei Grenzlinien. Ich werde das nachher noch zeigen. Sie sind klassisch politiktheoretisch dem Realismus zuzuordnen. Und wenn Sie das interpretieren wollen, kann man sagen, die erste Grenzlinie kennen wir schon von dem Kalten Krieg her. Unter dem Slogan lieber rot als tot, nämlich die Problematik der Kapitulation vor der Macht, dem Recht des Stärkeren. Die zweite Grenzlinie thematisiert die Verantwortung der ukrainischen Führung für ihre Zivilbevölkerung als Kapitulation vor angedrohtem Leid. Also erneut Kapitulation vor der Macht, dem Recht des Stärkeren. Wenn man das ernst nimmt, könnte man sagen, im Ergebnis könnte dann Putin bis zum Ende der Welt marschieren, wenn er andernfalls eben sagt, wenn du nicht nachgibst, drohe ich dir mit dem Einsatz atomarer Waffen. Denn ich darf mich ja nicht widersetzen, kategorisches Verbot eskalieren zu lassen zu einem Atomkrieg. Die ethische Interpretation sagt, die erste Grenzlinie, wie ich erklärt habe, vertritt einen ethischen Konsequentialismus, eine Folgenorientiertheit. Es ist eben besser, sich dem Unrecht zu beugen, als zu sterben. Ja, das ist eine Entscheidung, dass man sagt, und das ist eine sehr wesentliche Entscheidung, was ist wichtiger, mein Leben oder meine Freiheit? Und man sagt, solange ich lebe, kann ich ja irgendwann meine Freiheit wiedergewinnen. Wenn ich aber sozusagen durch einen atomaren Konflikt das Leben aller Menschen dieser Erde aufs Spiel setze, dann gibt es auch keine Freiheit mehr. Hat also eine innere Stimmigkeit, eine innere Logik. Die zweite Grenzlinie vertritt ebenfalls diesen Konsequentialismus mit lieber Kapitulation als zu viele zivile Opfer. Hier ist dann die Grundthese als Konsequenz, ich will Leid vermindern. Also in dem Sinn ist es jetzt eine Stufe drunter. Ich rette jetzt nicht mehr das Leben sozusagen der ganzen Welt, aber ich habe Verantwortung für meine Bevölkerung in der Weise, dass es besser ist, meine Kinder werden in die Sklaverei verkauft als getötet, bildlich gesprochen, wenn man in die Antike zurückginge. Und die Problematik an dieser Folgenorientierung ist, ich kapituliere dann vor demjenigen, der bei Widerstand am meisten Leid androht. Erlauben Sie mir nur einen ganz kurzen theologischen Exkurs. Es gibt in Pascals Wette den Gedanken, man solle doch lieber an Gott glauben, als nicht an ihn zu glauben und deswegen die Regeln der Religion befolgen, weil am Ende das ewige Leben stehen könnte und selbst wenn es kein ewiges Leben gibt, das Risiko, dass das am Ende stehen könnte und Gott mich dann bestraft, weil ich nicht mich in seinem Sinn verhalten habe, führt zum ewigen Höllendasein. Die Wette hat nur ein Problem, das ist nämlich genau die Kapitulation vor demjenigen Gott, der sozusagen am allergrausamsten ist. Weil wenn der Gott liebend und barmherzig und verzeihend ist, na ja, dann brauche ich ja doch nicht so streng das nehmen. Ja? Also ich müsste mir immer den allerschlimmsten Gott vorstellen, damit ich dann an den glaube. Und da sehen Sie schon die Problematik dieses ethischen Konsequentialismus auf ganz vielen Ebenen unserer menschlichen Entscheidungsfindung. Und Reinhard Merkel, der ja ein Mitglied ist des Deutschen Ethikrats, der mitgeschrieben hat an diesem Papier, und ein zweites Mitglied ist der Philosoph Nida Rümelin, auch mal Kulturstaatsminister. Reinhard Merkel
bringt folgenden Vergleich. Ich zitiere ihn wörtlich aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Mai diesen Jahres. Eine Gangstergruppe überfällt und besetzt das Haus einer Familie. Die Eltern beraten sich, ob sie sich wehren können. Und sie sehen das Risiko. Wenn wir scheitern, töten sie unsere Kinder. Wenn das Risiko zu hoch ist, dass die Kinder sterben, dann dürfen sie das nicht machen. Und hier begeht Reinhard Merkel, wir würden sagen in der Philosophie, eine Art kategorialen Fehler. Das heißt, er verwechselt Ebenen. Tatsächlich muss der gute Familienvater, die gute Familienmutter sagen, was kann ich tun, um das Leben meiner Kinder nicht zu gefährden. Aber darum geht es nicht bei der ukrainischen Führung. Die ukrainische Führung ist nicht wie Familienväter, sie ist eher wie die Polizei, die vor dem Haus steht oder das SLK und mit den Geiselnehmern verhandelt. Und wir wissen aus der Politik, dass es immer eine ganz schwere Entscheidung war, es war vielleicht die schwerste Entscheidung der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt, dass er sich damals entschieden hat, nicht dem Erpressungsversuch der RAF nachzugeben. Herr Schleyer hat dann das mit dem Leben bezahlt, aber die Entführung der Landshut konnte beendet werden in einer Weise, dass eben die Terroristen nicht frei gepresst wurden. Aber er hat das Risiko auf sich genommen und er wusste, seine Kanzlerschaft könnte zu Ende sein, wenn das Flugzeug in die Luft geflogen wäre. Also das Entscheidende ist, ein Politiker muss hier wirklich eine Entscheidung treffen und die ist nicht trivial, genau wie die erste mit dem atomaren Beispiel. Und für das habe ich Ihnen ein Statement eines ehemaligen amerikanischen Colonels mitgebracht, der auch mal Senator in Virginia war und den Russia Today dazu gebracht hat, eine Erklärung vorzulesen. Und ich gebe Ihnen jetzt 3 Minuten aus dieser Erklärung, an deren Ende steht, was möglicherweise sozusagen, wie möglicherweise im Moment auch die russische Führung denkt. Insanely reckless. DOD orchestrated the sinking of the Russian cruiser Moskva, flagship of the Black Sea Fleet. NATO almost certainly controlled and fired those missiles. And this, of course, is an act of war. Have we gone mad? The U.S. admitted complicity in the ship sinking and also conspiring to assassinate a dozen Russian generals. And what would we do if Russia took reprisals? They could easily sink an American aircraft carrier with hypersonic missiles, for which there is no effective defense. What if they began assassinating American generals one by one? President Biden was reportedly livid over leaks disclosing U.S. complicity in the sinking and in the assassination of Russian generals. But perhaps he should be less concerned about the leaks and more concerned about the reckless acts themselves. Even the New York Times has become uneasy, reporting nervously that war is becoming more dangerous for America. This is our 1914 moment, that fateful year when the assassination of the Archduke of Austria-Hungary triggered a tangle of military alliances, plunging the world into a war that killed 20 million and set the stage for World War II, which killed another 50 million afterwards. Just 2 assassinations caused that. We have already assassinated a dozen generals and sunk the flagship of the Russian fleet. On May 13, 2022, Steny Hoyer, the Democrat House Majority Leader, said that we are now at war with Russia. During her visit to Kiev in May, Speaker Nancy Pelosi pledged to wage war until victory is won. Retired General Breedlove, the former Supreme Allied Commander Europe, and a close Biden military confidant, proposed landing U.S. forces and advancing 2/3 of the way through Ukraine to the Dnieper River. The U.K. has begun considering naval action to break Russia's naval blockade in the Russian Sea, in the Black Sea. This is an act which risks retaliation for the sinking of Russia's flagship. Now, President Biden says U.S. troops won't fight the Russians in Ukraine because this would lead to World War III.
But at the same time, he signed a $40 billion lend-lease package reminiscent of the same one Franklin Roosevelt signed as he coaxed a reluctant nation into entering World War II. But there's a great difference between Franklin Roosevelt's world and Biden's world today. For Russia and the United States are the world's great nuclear superpowers. At any moment, each has 1,400 nuclear warheads standing at the ready for launch. Womit es mir bei dieser Filmsequenz nur geht oder dieser Sequenz ist, tatsächlich sich klar zu machen, dass in Zirkeln diese Gedanken durchdacht werden. Also Russia Today ist ja in dem Sinn eine quasi offiziöse Darstellung, was in den inneren Zirkeln auch gedacht wird. Man legt es einem amerikanischen Colonel in den Mund. Und die Bedrohung ist aber eben eine, wo man immer sozusagen mit dieser Waffe im Hintergrund droht. Und das erinnert unglaublich an das Paradebeispiel der klassischen Politiktheorie, nämlich der Insel Melos, die kolonisiert worden war von spartanischen Kolonisten, sich aber in einem großen Konflikt im 5. Jahrhundert zwischen Sparta und Athen, wir befinden uns also in der Zeit ungefähr um 416, 15, der Krieg dauert aber über 30 Jahre, ging da schon ungefähr 15 Jahre in diesem Krieg, hat Melos versucht, verzweifelt sozusagen sich neutral zu verhalten. Weil als Insel wusste es kann leichte Beute für die Athener sein, denn Sparta war eine Landmacht, Athen eine Seemacht. Und Sie sehen ja Athens Verbündete und Spartas Verbündete und eben es fehlte für Athen jetzt genau diese Insel. Und Thukydides, wie man ihn normalerweise mit dem Akzent spricht, ich sage aber vermutlich wie alle deutschsprachigen Thukydides, Thukydides hat in seinem Peloponnesischen Krieg einfach einen Dialog wiedergegeben. Natürlich hat er ihn, ist der wörtlich nicht so gefallen, aber er hat die Intention, die damals vorherrschte, in den Verhandlungen in folgende Worte gebracht. Denn ihr wisst so gut wie wir, dass von Gerechtigkeit nur dann die Rede ist, wenn man gleiche Stärke besitzt und dass diejenigen, die die Macht haben, befehlen können, so viel sie wollen und die Schwachen ihnen gehorchen müssen. Und die Milesier antworten darauf, wir zwar nun halten es für nützlich, denn wir sind hierzu genötigt, da ihr es so angeregt habt, mit Hintansetzung des Rechts vor dem Nutzen zu sprechen, dass ihr nicht vernichtet, was allen insgesamt gut ist, sondern dass jedem, der in Gefahr schwebt, das ihm zukommende Recht gewährt werde, ja, dass er wohl auch innerhalb der Grenzen des strengen Rechtes, wenn es ihm gelingt zu überreden, eine Begünstigung erfahre. Aber euch kommt dies zugute, da ihr besiegt durch schwere Strafe leicht den anderen ein Beispiel werden könntet. Diese bisschen geschwollenen Worte heißen nichts anderes als, denkt daran, liebe Athener, es könnte doch mal der Fall sein, dass ihr die Schwächeren seid. Wollt ihr wirklich so handeln? Und wir können das ein bisschen auf heute übertragen. Russland ist eine Atommacht und kann deshalb der Ukraine seine Vorstellungen diktieren, die Position der Athener. Selenskyj, USA und EU lassen uns nicht im Stich, aber selbst wenn, ist es besser zu sterben, als Unrecht zu erleiden. Und ihr müsst dran denken, liebe Russen, euch könnte es mal ähnlich gehen, wenn sich die Kräfteverhältnisse ändern. Wie ist die Sache bei Melos ausgegangen? Nun, die Athener betrieben die Belagerung von Melos mit nachdruckswörtliches Zitat aus dem Peloponnesischen Krieg. Die Melier ergaben sich, als noch ein Verrat dazu kam, den Athenern auf Gnade und Ungnade. Die Athener töteten alle Männer von Melos, die sie zu fassen bekamen. Kinder und Frauen versklavten sie. Melos selbst aber besiedelten sie, indem sie später 500 Siedler schickten. Mir ist nur wichtig, dass Sie sehen, Athen hat seine Machtpolitik gnadenlos durchgezogen und gesagt, und das war ja auch das Angebot Russlands an die Ukraine, ja, wenn ihr uns winkend mit Blumen empfängt, dann wird nichts kaputt gemacht. Ja, ein paar Flugzeuge am Anfang, aber sonst, wenn ihr einfach brav kapituliert und von uns ein Regime einsetzen lässt, nach unseren Gutdünken, passiert euch nichts oder ganz wenig. Und in diese Richtung geht ein bisschen der Vorschlag der deutschen Intellektuellen, beuge dich der Macht einer Atommacht, dann nämlich gehst du nicht in das Risiko, in einen Weltkrieg zu rutschen. Und es gibt dafür tatsächlich Gründe,
ich habe jetzt mal ein Bild aus Mariupol hingeworfen und wie Mariupol vor dem Krieg aussah. Ich habe jetzt nicht die gleichen Häuser gefunden, aber die wären auch recht schön gewesen. Der entscheidende Punkt ist, das zeigt die Macht des Stärkeren. Er kann dem anderen sozusagen Gewalt antun. Und der andere muss sich sehr gut überlegen, ob er mit einem Heer, das kleiner ist, gegen jemanden zu Felde zieht, der einfach eine größere Übermacht hat. Ich zitiere ein bisschen frei aus dem Neuen Testament. Und der entscheidende Punkt ist, das ist der ernste Punkt dieser Stellungnahme der deutschen Intellektuellen, der wirklich ernstzunehmende. Das ist nicht ein Papier, wo man sagen kann, ach, was sind das für Dummschwätzer. Nein, das ist ein sehr ernstzunehmendes Papier. Aber ich biete trotzdem eine andere Lösung an. Ich biete sie nur an, ja, und ich weiß, dass sie natürlich eine hochriskante ist. Ich gehe tatsächlich aus von der Logik des Kalten Krieges von Schelling, die man sehr zugrunde gelegt hat, dass man sagt, wir ziehen klare Grenzen und wenn die Grenzen überschritten sind, dann sind wir tatsächlich im Krieg. Also man müsste erstmal die Ukraine mit schweren Waffen so unterstützen, wobei man sagt, wir gehen nicht über die Grenzen hinaus, dass möglich ist, das Unrecht zu korrigieren, was gerade geschieht. Das wäre die eine Lösungsstrategie. Dann muss man aber zügig handeln, weil die Ukrainer nicht so viel, glaube ich, an Möglichkeiten haben auf Dauer. Und dann braucht man eine glaubwürdige Abstreckung. Also man weiß, vielleicht erinnern Sie sich, 1994 hat die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben und drei Garantiemächte haben die territoriale Integrität im Budapester Memorandum versprochen. Das waren Russland, offensichtlich halten sie sich nicht dran. Das waren die USA, offensichtlich halten sie sich nicht dran. Und das war das Vereinigte Königreich. Offensichtlich reden sie nur, aber sie handeln nicht wirklich. Also die Waffen schicken sie schon, aber es ist nicht das, was eine Garantiemacht eigentlich zu tun hätte, wie man 1939 am 3. September gesehen hat. Das ist eigentlich die Reaktion einer Garantiemacht. Man hat es nicht gemacht aus dieser Angst, deswegen der Colonel so ausführlich. Man will im Moment tatsächlich den Atomkrieg vermeiden, nicht kategorisch. Man sagt nicht, wir lassen uns erpressen, aber es ist so ein Weg dazwischen. Ja, man bewegt sich zwischen dem. An sich hätten die Amerikaner, die ja zwei Wochen vorher schon klar die Aufmarschpläne gesagt haben, Putin sagen müssen, lieber Putin, solange du dein Manöver machst, ist alles in Ordnung. Wenn du über die Grenze gehst, und wir sagen jetzt mal über die Grenzen, die jetzt sind, also von der Krim in den Süden der Ukraine einmarschierst, aus den beiden sogenannten autonomen Regionen in den Rest der Ostukraine oder gar auf Kiew zu, gehen wir mit voller militärischer Waffengewalt rein. Nicht die NATO, sondern die Garantiemacht USA und die Garantiemacht Vereinigtes Königreich. Das hat man unterlassen. Und die eigene ethische Lösungsstrategie, man muss wirklich das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine in dem Sinn vertreten durch ihre Führung ernst nehmen. Das heißt, sie muss entscheiden, ob sie einem Kompromissfrieden zustimmt, ob sie um ihr ganzes Territorium kämpft oder ob sie kapituliert. Das ist tatsächlich eine Entscheidung, die kann nur dann in diesem Staat getroffen werden von der Führung. Aber man muss der Führung überlassen, wie viele auch zivile Opfer sie in Kauf nimmt, weil eben die Alternative zu diesen Opfern ja ist, dass man Freiheitsverluste hat. Und das sind die beiden Güter, Life, Liberty, und mit der Liberty verbunden eben die Möglichkeit, sein eigenes Leben zu gestalten, die in dieser Balance zu halten sind. Und einfach nur zu kapitulieren, was faktisch das Papier der deutschen Intellektuellen nahelegen würde, ist, denke ich, nicht die angemessene ethische Lösung und es ist auch nicht die angemessene politiktheoretische Handlung, weil man dann nämlich eine Konsequenz berücksichtigen muss, die ich ein bisschen hier dargestellt habe. Denn kategorial würden die deutschen Intellektuellen dann auch einen Einsatz verbieten, NATO-Staaten zu retten, wenn die Drohung einer Eskalation zum Atomkrieg nur hinreichend plausibel ist. Und man würde dann auch den Widerstand verbieten, weil nämlich, wenn man Mariupol anschaut, die Zivilbevölkerung tatsächlich in einer Weise gelitten hat, dass es wohl besser gewesen wäre, die Stadt stünde heute noch in alter Schönheit.
Und ich habe Ihnen einfach mal 1914 gezeigt. Deswegen haben die Finnen sehr zügig entschieden, sich der NATO anzuschließen. Und die Schweden wissen auch, Gotland ist hochinteressant, dass man sich dem anschließt. Das habe ich mal vor einigen Jahren hier auf der Konferenz gehört und dachte noch, was denken sich, die machen sich aber Sorgen, das machen die Russen nie. Ich bin realistischer geworden. Ich zeige Ihnen die Grenzen von 1914, weil die hat man als Russe möglicherweise im Kopf, wenn man von Peter dem Großen her denkt. Und dann zeige ich Ihnen noch die Grenzen der Sowjetunion einschließlich ihrer Warschauer Verbündeten, auf gut Deutsch des Territoriums, das Russland beherrscht hat bis 1989-90. Und dann muss man sagen, dann wird es auch ziemlich heiß für uns Deutsche. Ja, denn nach den deutschen Intellektuellen, es standen ja mal 500.000 Russen in der ehemaligen DDR, vielleicht sogar ein bisschen mehr, dann sollten wir sie ja bis dahin wandern lassen. Ja, und das ist dann eventuell aber auch nur eine fiktive Grenze, weil wenn ich mit der einem Atomkrieg der Eskalation drohen kann, kann ich auch weiter marschieren. Und das ist das, wo ich sage, da haben die deutschen Intellektuellen ihr Papier nicht zu Ende gedacht. Ja, weil sie immer so tun, als wären ihre Argumente nicht auch zutreffend für den Fall, dass NATO-Gebiet von Russland eingenommen wird. Das ist sozusagen das Ergebnis. Deswegen, wie gesagt, ich plädiere tatsächlich dafür, zumindest im jetzigen Zeitpunkt, dass man die Ukraine so unterstützt, dass sie auf jeden Fall die Gebiete, die sie jetzt hat, sozusagen sichern kann. Und was hier der Colonel schon angedeutet hat, zumindest Cherson im Süden müssten sie zurückerobern können. Dazu müsste man ihnen die Mittel geben und auch die Russen weit zurückdrängen im Donbass. Das ist aber jetzt wieder militärstrategisch, da kenne ich mich zu schlecht aus, aber ich bin realistischer Politiktheoretiker in dem Sinne, dass eine Macht nur durch eine gleiche Macht eingebettet werden kann. Das heißt, es ist die Verantwortung der Vereinigten Staaten von Amerika zu entscheiden, wie weit sie die Russen gehen lassen. Und es gibt eben genau da schon die Überlegungen, brauchen wir nicht Russland später mal gegen China, weswegen man im Moment diese Vorsicht walten lässt. Aber das wäre ein anderes Thema. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Professor, danke für diesen Vortrag nach dem Mittagessen. Aber gut verdaubare Kost und sehr gut präsentiert. Ich darf das Wort wieder an das Publikum richten und die erste Frage hier entgegennehmen. Herr Balfinger, mein Name. Ich hätte eine Frage. Ich weiß nicht, ob die in dem Brief auch drinnen steht, von diesen Intellektuellen, aber ich höre das immer wieder bei den sogenannten Stammtischgesprächen, aber auch in den höheren Reihen der Politik und der Verwaltung, nämlich der Krieg, also als Ergänzung dieser Argumentation, der Krieg geht für die Ukraine sowieso verloren. Die Frage ist nur, ob bis dahin eben X sterben oder nicht. Und wenn Sie mir noch eine Anmerkung erlauben, ich füge immer hinzu, weil Sie auch die historische Dimension da eingeblendet haben, wenn sich die USA 1943 entschieden hätten, mit Deutschland einen Waffenstillstand zu machen, in der Idee, Hunderttausende eigene Leben zu schonen, ja, die Invasion und so weiter, dann hätte das für uns wahrscheinlich dramatische Folgen gehabt und auch für Russland übrigens, nicht ohne Lend-Lease Act und so weiter, wäre der Zweite Weltkrieg wahrscheinlich deutlich anders verlaufen, wenn sich dieser intellektuellen Haltung beispielsweise die USA angeschlossen, damals schon gelebt hätten. Ja, wie gesagt, das ist ja das, was jetzt sozusagen der Colonel versucht zu sagen. Die Situation im Zweiten Weltkrieg eine andere, keine Atommacht. Jetzt ist sozusagen die Gefahr, am Ende haben wir eine völlig zerstörte Erde. Und deswegen das ist natürlich das Beispiel, was auch Nancy Pelosi und andere vor Augen haben. Und auch natürlich dieses 40-Milliarden-Package erinnert an das Land-Lease-Abkommen schon von 41, aber 40 geht es Land-Lease los. Und da kann man sagen, das ist sozusagen der entscheidende Punkt, den die deutschen Intellektuellen in der ersten Grenzlinie machen, dass sie sagen, wir müssen alles verhindern, dass es zu der Eskalation kommt. Und ich sage, wenn du mit der Einstellung einer Macht gegenübertrittst, die, wie der Angriff auf die Ukraine, die Invasion zeigt, bereit ist, über die von ihr selbst garantierten Grenzen zu gehen, dann bist du verloren, weil gerade Lettland, Estland, Litauen ist die Brücke zu Kaliningrader Gebiet im ehemaligen Ostpreußen.
Estland hat eine große auch Minderheit, auch Lettland, russischer Bevölkerung. Mit all diesen Gründen könnte man sehr schnell auch in diese Staaten einmarschieren. Man könnte im Endeffekt sogar Finnland eben bedrohen, auch vor dem Hintergrund, dass die ihre dauernde Neutralität gebrochen hätten, Russland gegenüber. Ein Vorwand für ein Weitergehen findet sich immer, das muss man wissen. Und deswegen sage ich, ist es wirklich jetzt an den Amerikanern, die Amerikaner entscheiden, und Biden hat entschieden. Er hat vor dem Beginn des Krieges gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, naja, gewisse östliche Gebiete in der Ukraine, also dafür sollten wir jetzt nicht Krieg führen. Ja, und das hat jetzt auch Putin verstanden, deswegen hat er jetzt Kiew sein lassen und versucht jetzt mal im Osten Fakten zu schaffen. Eine Frage war hier vorne. Ich habe sie ebenfalls gesehen. Immanuel Kant hat ja im ewigen Frieden gesagt und gefordert, in dieser sechsten Regelung, dass einfach Verhandlungen und Strategien zwischen Gegnern so gemacht werden müssen, dass sie nicht die Zukunft blockieren. Das ist eine ganz klare Sache, und Clausewitz hat das ja auch so in seinem Werk aufgenommen, dass einfach nach dem Sieg angestrebt werden muss, der Friede. Und das ist das Wichtige aus meiner Sicht. Das Wichtige ist, dass einfach die internationale Gemeinschaft und wer immer verhandelt, immer wieder versucht zu verhandeln, um über einen Waffenstillstand hinaus eben Frieden zu erzeugen. Ich persönlich war 44 Jahre Soldat, halte das Gerede mit schweren und leichten Waffen. Das ist eine Vermischung, die ich für völlig falsch halte. Was sind denn schwere Waffen? Oder viele sagen, der Marder, da kann man in 3 Wochen ausrufen. Nein, das kann man nicht. Ich habe 12 Jahre mit diesem Kriegsgerät zu tun gehabt hier. Und diese Diskussion, die ja auch natürlich der Präsident, was er alle gerne haben wollen mit den schweren Waffen, die muss zurückgedrängt werden. Weil das ist eine taktische Dimension, die mit der großen politisch-strategischen Dimension aus meiner Sicht nichts zu tun hat. Und hier sind viel zu viele laienhafte Vorstellungen, dass einem die Ohren abfallen als Berufsoffizier. Also ich gebe Ihnen völlig recht, dass das mit den Waffen nur ein Anlass war, für die Intellektuellen ihren Brief schreiben zu wollen. Im Endeffekt glaube ich, dass es, wenn man rein jetzt realistisch politisch denkt, die USA haben eine Entscheidung zu treffen, dass sie sagen, wir zeichnen dir die rote Linie, wenn du über diese gehst, gehen wir rein mit unseren ausgebildeten Leuten, denn die Ukrainer brauchen viel zu lange, die haben dann keine Chance. Das ist ganz klar, das müssen die USA entscheiden. Und das führt auch zu dem, was denke ich für uns hier in Europa einfach zu begreifen ist und was, denke ich, Putin wieder sehr scharf und richtig gesehen hat. Es gibt 3, 4 Supermächte, ja, China, Russland, USA und ich sag mal Indien dazu. Diese 4, die kann man faktisch nicht erpressen. Die verhandeln auf Augenhöhe. Alle anderen sind Spielbälle. Also denken Sie nur mal wirklich nach. 2 angeblich souveräne Staaten, der eine wirklich Russland, mit dem anderen Bundesrepublik Deutschland, wollen eine Leitung durch die Ostsee bauen. Jetzt kann man über die Leitung denken, was man will. Das ist eine andere Sache. Ja? Soll sich ein Land so abhängig machen? Das ist eine andere Thematik. Aber erstmal 2 souveräne Staaten wollen eine Leitung bauen und dann sagt ein amerikanisches Repräsentantenhaus und ein amerikanischer Senat, das dürft ihr nicht. Wir sanktionieren euch, ja, die Firmen, die da mitwirken. Die mischen sich da ein. Ja, das möchte ich sehen, wenn ich jetzt mit Ihnen irgendein Auto auskaufe und ein Dritter würde sagen, nee, also wenn Sie das Auto kaufen dürfen, dann sanktioniere ich Sie und bei mir kriegen Sie keinen Reifen mehr. Der entscheidende Punkt ist für mich bei der Nord Stream-Debatte immer der gewesen. Man kann wirklich gute Gründe sagen, es war viel zu viel Abhängigkeit, mag man sagen. Ich sehe es anders, ich habe das sehr unterstützt, weil ich gesagt habe, Deutschland hat Russland die Hand gereicht, hat sich sogar sozusagen in eine Art Abhängigkeit begeben, um zu sagen, ja, wir vertrauen dir, das ist ein Vertrauensbeweis. Der wurde missbraucht, klar. Aber deswegen war ich der Meinung, Nord Stream 2 ist eigentlich eine friedenssichernde Maßnahme im Sinne, ich zeige dir Vertrauen. Das, was außenrum ist, hat mir deutlich gemacht, dass ich Putins Einschätzung hier teile. Es gibt 4 echte Mächte und die anderen 2 denken immer noch, Frankreich und das Vereinigte Königreich, sie seien das. Aber in Wirklichkeit sind diese 4, die unsere Zukunft bestimmen werden. Und das ist das, was die USA entscheiden muss. Und da sind die Realisten versus Idealisten. Die Idealisten wollen die Ukraine unterstützen.
Die Realisten sagen, wir brauchen in Kürze Russland wieder. Und wenn wir sie zu sehr in chinesische Abhängigkeit drängen, haben wir zwei Supermächte gegen uns. Das ist sehr ungünstig für uns. So interpretiere ich das. Ja? Und deswegen ist wirklich, der Ball liegt bei den Amerikanern. Ja, wir Deutschen können natürlich mitspielen, aber ich weiß nicht, wer uns sagt, was wir zu tun haben. Ja, ob wir sagen, im Moment lässt man uns entscheiden, weil wir eh nicht so wichtig sind. Schön. Ich bin völlig Ihrer Meinung und teile vor allem auch Ihre Skepsis gegenüber der Generalisierbarkeit der in diesem Brief geltend gemachten Prinzipien total. Und weil das so ist, habe ich mir erlaubt, einen Brief zu unterschreiben mit der von dem grünen Politiker, ehemaligen grünen Politiker Füchs ausgegangen ist und sich gegen diese Äußerung wendet. Ich würde aber auf einen Punkt gerne noch hinweisen. Die Argumentation dieses Briefes richtet sich ja gar nicht in erster Linie an die Ukraine, der nun das Recht oder sagen wir besser die Berechtigung bestritten wird, sich bis zum eigenen Tod zu verteidigen, sondern die unmittelbare Argumentation richtet sich ja an den Bundeskanzler. Es geht ja eigentlich darum, dem Bundeskanzler nahezulegen, der Ukraine keine Waffen, insbesondere keine schweren Waffen zu schicken, mit dem an anderer Stelle auch noch ausgedrückten Argument, je mehr Waffen ihr schickt, desto länger dauert der Krieg und desto mehr Tote gibt es. Es ist also zum Schaden des von euch Begünstigten so ungefähr. Das steht da auch drin. Ein Argument, das man auch aus der russischen Propaganda sehr häufig hören kann. Was mich interessieren wird, ist, was sagen Sie denn eigentlich zu der Zumutung an Deutschland, ich rede jetzt nicht von der Pipeline, sondern von der Zumutung, die darin besteht, dass man dem deutschen Bundeskanzler nahelegt, zu sagen, hör auf, den Leuten zu helfen. Hör auf zu glauben, dass das Hilfe ist und hör auf zu glauben, dass du damit etwas Sinnvolles tust. Denn das ist ja eigentlich dieses Argument, das da genau artikuliert wird. Das Gegenargument würde ja lauten, wenn wir viele Waffen schicken, dann haben die unter Umständen eine Mikroabschreckungswirkung und dann könnte es sein, dass dieser Krieg erstickt, deswegen, weil die Leute, die sich vor diesen Waffen fürchten, dann also nicht solche Angriffe mehr machen. Das heißt, die Gegenthese, die darin bestünde, dass man sagt, Abschreckung wirkt und Gewalt wirkt auch, denn wenn sie auf uns wirkt oder wirken könnte, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass sie auf andere wirken könnte. Diese Gegenprobe ist ja gar nicht gemacht worden. Jedenfalls nicht in Bezug auf den Bundeskanzler, nicht in Bezug auf Deutschland. Was halten Sie also davon? Ich halte in der Hinsicht nämlich diesen Brief auch für fehlerhaft, lückenhaft und gedankenarm. Nochmal, ich will den Brief gar nicht verurteilen, weil es zwei Güter gibt, die aufeinander prallen. Das ist Leben und Freiheit. Und im Kern, in der ersten Grenzziehung, entscheiden sich diejenigen, die den Brief verfassen, sehr ernsthaft zu sagen, eigentlich sind wir lieber unter Putins Herrschaft als tot. Und das ist ernst zu nehmen, das ist nicht irgendwas, ja, weil irgendwann kann sich wieder was ändern. Wenn die Erde komplett ausgelöscht ist, atomar, dann tut sich nichts mehr. Ich habe eine andere Position, aber ich respektiere diese Position als eine, die ich nachvollziehen kann, die hatten wir ja während des Kalten Kriegs in den persönlichen Debatten ständig. Also ich wohnte direkt an der Grenze, wir wohnten auch direkt neben einem Kernkraftwerk in Grafenrheinfeld, Schweinfurt war innerer Bezirk und wir einen Kilometer entfernt. Wenn die Russen das Kernkraftwerk in die Luft gejagt hätten, wären wir nicht mal mehr evakuiert worden, weil wir zu nah dran waren. Und es war ganz klar, wir hatten über 10.000 Amerikaner bei uns, das war unser Schutz. Wir wussten, wenn die 10.000 mit uns in die Luft fliegen, dann gibt es den großen Krieg, deswegen Abschreckung, wir hoffen, es passiert nie. Aber man hat diese Bedrohung fühlen können. Und insofern will ich das wirklich, ich will die nicht, die zweite Grenzziehung ärgert mich viel mehr und auch die Argumentation von Reinhard Merkel, weil er sozusagen aus der Perspektive von einem Deutschen, auch wenn das, wie Sie richtig sagen, der Adressat ist der Kanzler, aber die zweite Grenzziehung ist eindeutig eine im Blick, liebe Ukrainer, jetzt hört doch endlich auf, dann sind wir aus dieser bescheuerten Situation raus und müssen uns nicht mehr diese schweren Gedanken machen. Ja, mach doch endlich Schluss. Und es muss aber jemand geben, und das habe ich noch nicht rausgekriegt für mich selber, der ein großes Interesse in diesem Machtspiel hat, dass schon seit 2014 die Dinge so vor sich hinköcheln. Und wenn Sie die Georgien-Sache dazu nehmen, dann seit 2007, 2008,
Da köchelt ja schon was. Und Transnistrien haben wir ja auch noch. Das köchelt schon seit Anfang der 90er, also Mitte der 90er Jahre. Da köchelt so viel und jemand lässt es ja köcheln, hat ein Interesse daran. Und das sollte uns zu denken geben. Das Zweite, wie gesagt, ich denke immer noch, dass es uns überhaupt nicht zusteht, dann anderen zu sagen, wie sie im Blick auf ihre Bevölkerung Schutzmaßnahmen haben. Aber wenn wir es auf uns beziehen, dann können wir wiederum sagen, wenn uns ein Feind nur genügend Leid zuzumuten würde, müssten wir eigentlich die weiße Fahne raushängen. Das hat Zwickau am Ende des Zweiten Weltkriegs gemacht. Deswegen sieht Zwickau deutlich anders aus als Würzburg, was es nicht gemacht hat. Ja? Also es kann manchmal sehr sinnvoll sein, so eine Fahne rauszuhängen. Aber es ist sehr gefährlich, politiktheoretisch, wenn ich sie schon raushänge, sodass der andere weiß, ich werde sie sicher raushängen, wenn er mir Gewalt androht. Und das ist das, was Schelling versucht hat, in seiner Spieltheorie klarzumachen. Ich habe das Spiel schon verloren, wenn ich quasi sage, wenn du den Schritt machst, kapituliere ich sowieso. Und Sie merken deswegen, das war, finde ich, ganz wichtig, was der Colonel uns da vorgelesen hat von russischer Seite. Es ist wirklich, das sind die Gedankenspiele, ja, dass sie sagen, passt auf, wir könnten auch in den großen Krieg hineinrutschen. Und es gibt vermutlich auf russischer Seite einige, die bereit sind zu sagen, dann gehen wir lieber alle unter, als was wir die russische Ehre verlieren. Und das ist die eigentlich gefährlichste Situation, wenn dann zwei sagen, das ist der Chicken, kennen Sie aus der Spieltheorie, der sogenannte, wer ist first chicken, wer ist das Erste, der ausweicht, zwei Autos rasen aufeinander zu und der ist sozusagen Chicken, Feigling, der als Erster ausweicht. Und wenn beide sagen, eine Frage der Ehre, dann macht's Krach, dann sind zwar beide Helden, aber tot. Und das ist die große Gefahr, das ist der Sinn dieses Briefes, uns dieser Gefahr bewusst zu sein. Trotzdem, da bin ich ganz bei Ihnen, ich lehne diesen Brief ab. Ich will ihn nur trotzdem in seiner Ernsthaftigkeit, das Zweite, wie gesagt, das ärgert mich, weil Merkel da auch eben familiäres und Ding vertauscht. Das sind andere Situationen, aber mich ärgert einfach, dass man quasi indirekt so tut als deutscher Intellektueller, wenn wir den Russen die Ukraine geben, dann werden sie schon Schluss machen und nicht begreifen, dass genau mit ihrer Argumentation die Russen natürlich weiter marschieren können. Das ist das, was ich hier zeige, weil diese Karten hat man als guter Russe immer im Blick. Ich danke Ihnen nochmal. Ich denke, wir müssen leider ein wenig im Zeitplan bleiben. Ich sehe, das Interesse ist groß. Herr Brigadier, ich entschuldige mich, dass ich da jetzt 3 Minuten überzogen habe. Ja, Herr Professor, man hat gesehen, das Publikum hängt an Ihren Lippen, ja, und natürlich auch die Wortmeldungen. Aber ich würde an Sie übergeben, Herr Brigadier, dass wir fortsetzen mit den Panels. Okay, Herr Professor, danke für den Vortrag. Sie haben auch den interessanten Fragen gesehen, wie das unter die Haut geht. Und ich bin zutiefst überzeugt und habe auch gebeten, diese Thematik abzudecken, dass ethische, religiöse Dimension der Strategie Verantwortung dazugehört. Es macht uns betreten, es macht uns demütig, es ist aber notwendig, diese Dimension mitzudenken. Herzlichen Dank. Dankeschön. Applaus